Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo Freunde von Herz, Seele, Ball. Heute lohnt es sich wieder, auf Facebook zu gehen und die Filmfassung sich anzuschauen. Es ist jetzt Mittwochnachmittag, 15.25 Uhr. Ich bin gerade aus Wolfsburg zurückgekommen. Einmal kurz Halt gemacht zu Hause. Nichts aufgeräumt hier, die Frau. Und dann geht's gleich weiter nach Leverkusen. Ja, Leverkusen gegen Hoffenheim. So, jetzt gibt's diverse kleine Videos, die ich produziert habe. Und die muss der Martin alle einspielen, in folgender Reihenfolge. Jetzt gibt es erstmal, ja, viele fragen sich immer, was macht der Reporter denn nach Feierabend, wenn er in Wolfsburg war, so wie gestern. Ja, erstaunt der Reporter, wie folgt. So trostlos, wie eine Stadt nur sein kann nach einer 2:3 Niederlage gegen den 1. FC Köln. Wolfsburg, die Autostadt, der Hauptbahnhof. Es ist 0 Uhr. Ich komme gerade aus dem Stadion und die Straßen in dieser Weltstadt, das ist ja auch irgendwie eine Weltstadt des Autos, sind leer. So, ich gehe jetzt in mein Hotel und da fahre ich morgen früh weg Richtung Leverkusen, denn da geht es weiter mit dem Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim. Wolfsburg. Die Metropole. So, das war also Wolfsburg bei Nacht. Dann habe ich mir gedacht, wie sieht es denn in Wolfsburg am Morgen aus? Und bringe euch dann nochmal ein kleines Video hier mit. Heute Morgen etwa 10 Uhr, Wolfsburg, Hauptbahnhof. Das Leben pulsiert nicht. So, der Morgen danach in Wolfsburg. Die Schornsteine qualmen, glaube ich, immer noch von VW. Das ist der Mittellandkanal, das ist der weltberühmte ICE-Bahnhof von Wolfsburg, hochfrequentiert. Es ist einfach nichts los. Aber auf dem Bahnsteig haben sie immer noch Werbung gemacht für die Champions League. Aber leider, aus Wolfsburger Sicht, werden sie wohl erstmal gegen den Abstieg kämpfen müssen. Bitter für eine solche Weltstadt. Ja, aber ich habe es gesagt, die machen da noch Werbung für die Champions League. Müssen aufpassen, dass sie nicht in ganz arge Abstiegsnot kommen jetzt. Und dieses Foto hier habe ich gemacht. Da haben sie so eine Tribüne aufgebaut und hatten für die Champions League geworben. So schnell ist man dann in anderen Gefilden. Das war ein echt schöner Abend. Kommst du noch auf einen Kaffee mit drauf? Nö. Den hole ich mir lieber bei Aral. Nicht nur als Ausrede heiß geliebt. Die Kaffeespezialitäten im Rewe to go bei Aral. Genießen Sie jetzt unseren winterlichen Creamy Karamell Latte oder den Creamy Hot Choc. Aral, alles super. Dann gibt es noch ein Video, das hat mir der Kollege Klaus Jakob geschickt. Einst ein großer Sportreporter bei RTL. Und der saß dann gestern mit Christian Heckel, dem Wettermann von RTL, in irgendeiner Kneipe in Köln-Weiden oder so. Und die meinten dann, lustig sein zu müssen und haben mir ein kleines Video geschickt. Warum da Englisch gesprochen wird, weiß ich nicht. Aber Christian Heckel, hautnah, hier von gestern das Video. Ruhig und analytisch. Mal schauen, wie es nach dem Spiel aussehen. Oh Joe, my friend, you're the best. We're looking to you. You're our idol, our German idol, Christian. Ne? Our Pulheim idol. And Porto, if you want to know what's with the weather tomorrow, you can ask Christian. What's with the weather tomorrow? Not now. Okay, Porto, that's from Pulheim, from the Pum, a restaurant where we invite you soon. Take care and see you later. So, das war's dann aber auch mit den Videos. Thema heute überall in den Portalen. Modest hat nachgetreten, auch bei mir im Interview, gegen Herrn Schmadtke, so nach dem Motto, so, dem habe ich es gezeigt und jetzt seid ihr in Abstiegsnot. Da gab es ja damals Theater, als er nach China ging und er nie wieder nach Köln zurück wollte und Schmadtke hat gesagt, er lügt und ach ja. Und Herr Schmadtke wurde heute darauf angesprochen, wie das denn bei ihm angekommen wäre, dieser Satz von wegen, so, ich freue mich, dass ich die Wolfsburger in Abstiegsnot gebracht hat, weil Modest hatte ja 2 Tore gemacht. Schmadtke,
interessiert mich nicht. So ist er. Recht hat er eigentlich. Und ich finde das auch nie so gut, wenn man dann irgendwann mal nachtritt. Bei allem Verständnis, dass man vielleicht sich mal schlecht behandelt gefühlt hat. Mein Gott, wie oft müssten wir dann im Leben nachtreten. Also Anthony, cool bleiben, sich freuen über die 2 Tore, aber nachtreten, muss man nicht. Kommt auch nicht so gut. So, das war's dann schon. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Leverkusen, wie mehrfach erwähnt. Und gestern, als ich unseren Podcast abgesetzt habe, stand es noch 0-0 in Stuttgart. Und dann hat sich Martin 5-mal richtig freuen können. Der gebürtige Münchner, der jetzt im Rheinland wohnt. Martin Ernst, unser Producer, mein Lieblingsmusiker, der Komponist meines nächsten Hits. Und dem gönne ich das von Herzen. So, wenn alles gut geht, sehen wir uns wieder. Morgen, erstaunlicherweise morgen, wenn alles gut geht, dann irgendwie nach Berichterstattung zu den Bundesligaspielen von Mittwoch. Mal sehen, wenn ich heute ans Mikrofon bekomme. In diesem Sinne. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Liebe Freundinnen und Freunde von Herz, Seele, Ball, ihr solltet es wissen. WhatsApp, der Messenger, das ist der, der deine Privatsphäre absolut schützt. Also da kann man im Grunde genommen wirklich guten Gewissens alles, aber auch wirklich alles chatten. Niemand liest mit, da gibt es eine End-zu-End-Verschlüsselung und ihr seid da auf der absolut sicheren Seite. Ich muss das in meinem Beruf auch ab und zu sein. Dann habe ich exklusive Meldungen und Nachrichten, die ich vielleicht meinem Chef weitergeben muss. Und da möchte ich natürlich nicht so gerne, dass irgendjemand anderes das lesen kann. Und da habe ich bei WhatsApp die absolute Sicherheit. Eigentlich können Sie jetzt